Für alle, die noch nicht so viel über Frau Mora wissen, sage ich noch ganz kurz was zur Bio. Sie sind geboren in den 70ern an der österreichisch-ungarischen Grenze, sind in den 90ern zum Studieren nach Berlin gekommen, haben unter anderem Drehbuch studiert, aber auch noch diverses anderes. Und so das Buch, was unter anderem bei meinen Eltern im Regal steht und was, glaube ich, sie so sehr bekannt gemacht hat als erstes, ist Alle Tage. Und die letzte Publikation ist ein Kurzgeschichtenband, Die Liebe unter Aliens. Sie sind ausgezeichnet mit dem Büchnerpreis, mit dem Deutschen Buchpreis. Und was genau so ihren Stil ausmacht, darüber sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal genauer. Ich würde auch tatsächlich mit einer Frage einsteigen, die uns im Vorhinein erreicht hat, und zwar aus Norwegen, aus Südnorwegen, aus Halden, von Studierenden. Und die ist so ganz basal, aber ich glaube vor allem spannend für Leute, die jetzt irgendwie zugucken und vielleicht gerade Deutsch lernen, selber zweisprachig unterwegs sind. Und Sie arbeiten ja eben auch als Übersetzerin unter anderem aus dem Ungarischen. Und zwar die Frage, Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Warum haben Sie sich denn als Schriftstellerin für die deutsche Sprache entschieden zu schreiben? Die Frage ist, inwiefern man sich überhaupt entscheiden kann. Und da gibt es auch für mich so einen unbeleuchteten Punkt. Warum? Also die ersten 19 Jahre habe ich ja in Ungarn gelebt und da war natürlich das Ungarische, oder nicht natürlich, aber das Ungarische war dominant. Und ich las sämtliche Literatur, auch die ausländische, ins Ungarische übersetzt. Und diese nachgeahmten Gedichte, also wenn man jung ist, schreibt man so Gedichte, so wie andere Gedichte schreiben. Und man schreibt einen Jugendroman, wie andere Jugendromane schreiben. Und das war natürlich alles auf Ungarisch, Tagebuchnotizen auf Ungarisch. Und dann kam ich nach Berlin und da gab es so eine Übergangszeit von etwa 7 Jahren, wie im Märchen. Und diese beiden Sprachen so parallel da war. Ich studierte natürlich auf Deutsch, aber ich kann mich erinnern, dass die Tagebuchnotizen am Anfang noch Ungarisch waren. Und dann irgendwann mischte sich das und irgendwann war es Deutsch. Also in meinem Theaterwissenschaftsstudium sollten wir mal im Faustseminar eine Szene schreiben, eine fiktive Faustszene. Und ich glaube, das war meine erste deutsch geschriebene, ernst gemeinte Angelegenheit. Gleich mit dem Hardcore eingestiegen mit Goethe. Warum nicht? Ja, Nicht mit Goethe, mit Faust. Ne? Der Faust klar. ist ja, das kann ja Ja, das jeder stimmt. machen im Grunde. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. An mein eigenes kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich noch erinnern an die Szene eines Mitstudenten, bei dem irgendwie Gaia, die Erdgöttin, eine Rolle spielte, witzigerweise. Deswegen weiß ich mein eigenes nicht mehr. Naja, und irgendwann war die Zeit gekommen und als wie heißt es nochmal? Schreiben ist wie war das? Die Antwort auf einen Zwang und das Ergreifen einer Gelegenheit. Und die Gelegenheit war dann zum ersten, dass ich anfing, Drehbuch zu studieren. Und warum habe ich Drehbuch studiert? Weil ich vorher habe einem bösen Filmproduzenten gearbeitet habe, wo ich für die Drehbuchentwicklung zuständig war. Aber ich war sehr jung. Wie alt war ich? 25 vielleicht. Kein Mensch hat auf mich gehört. Und ich war da und ich spürte deutlich, du bist besser als die. Das interessiert keinen Menschen. Und die Drehbücher, du könntest das besser. Und dann habe ich mich beworben an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Das ist also die Filmhochschule in Westberlin. Ich erwähne das deswegen, weil die Potsdamer bekannter ist. Aber damals startete gerade die Drehbuchklasse. Und dafür musste man sich halt dann auch mit Szenen bewerben. Also habe ich 5 Szenen auf Deutsch geschrieben. Natürlich, auf Ungarisch hat das keinen Sinn gehabt. Dann haben die mich genommen. Dann war ich da. Dann haben die mich ständig kritisiert, das sei zu viel Sprache. Das ist zu literarisch, was Ach ich so, da okay. mache. Und dann wiederum brachte unsere Sektionssekretärin die Ausschreibung für diesen Wettbewerb Open Mic hier in Berlin mit. Und dafür musste man Prosa oder Gedichte einreichen. Also habe ich mich hingesetzt und habe aus einer meiner Drehbuchetüden meine erste Erzählung Durst geschrieben. Selbstredend auch wieder auf Deutsch. Und dann sind im Grunde die Würfel gefallen, weil ab diesem Punkt gehen sie dann, es ist ihnen klar, sie haben das geschrieben, sie haben ihre erste Erzählung geschrieben. Das ist ein Werk, ja? Das ist ein Riesending. Andererseits sehen Sie auch, wie sehr Sie am Anfang sind mit dem Schreiben, wie sehr Sie am Anfang sind mit Ihren Sätzen, wie macht man Sätze. Und es ist Ihnen klar, das ist ein Ausgangspunkt. Und ab hier muss man sich noch sehr weit entwickeln mit seinem Schreiben. Und dann geht man nicht einen Schritt zurück und macht es in einer anderen Sprache wieder, sondern ab da war es klar, ich werde auf Deutsch schreiben.
Und seitdem habe ich mich auch nie wieder getraut, im Grunde Ungarisch zu schreiben, wobei ich es einmal gemacht habe, aber das ist ja geheim. Was vielleicht viele nicht wissen, in meinem Roman Das Ungeheuer gibt es unten oben den Text, den Erzähltext über den männlichen Helden und unten die Tagebuchnotizen der weiblichen Heldin, die zu diesem Zeitpunkt schon tot ist. Und damit sich diese beiden Stile sehr voneinander unterscheiden, habe ich den Trick angewandt, unten erst auf Ungarisch zu Okay. schreiben und es dann selbst ins Deutsche zu übersetzen. Und das war nicht einfach. Es war nicht einfach, das auf Ungarisch zu schreiben. Und da habe ich, nachdem ich, wie viele Jahre habe ich das schon geschrieben, sagen wir 15, ich bin nicht gesund genug, das nachzurechnen. Mal Daumen. Ja. Ja, seit 15 Jahren nur auf Deutsch geschrieben haben, habe ich gemerkt, okay, im Ungarischen bin ich keine Schriftstellerin. Wer weiß, vielleicht wäre ich es 15 Jahre früher noch wert, hätte ich es werden können. Was ist das? Ein Konditional, irgendwas? Ja, Ja? das. Konjunktiv? Ist das denn auch was, wo man dann selber merkt, also gerade wenn Sie sagen, Sie haben es erst, ist es tatsächlich so in diesem Buch, es gibt quasi eine Trennlinie über weite Teile, ne, die sozusagen zwei Perspektiven voneinander trennt, den Hauptprotagonisten und seine Frau, die sich selbst umgebracht hat vorher. Und man erkennt als Leser nach einer Weile, dass die beiden und die Frau, von der er glaubte, sie war, dass sie ihm so vertraut sei, eigentlich auch eine Fremde für ihn war, auf irgendeine Art, würde ich sagen. Aber ist das was, dieser Trick, hat der funktioniert oder fängt man dann doch wieder an, wenn sie dann übersetzen aus dem Ungarischen ins Deutsche, den eigenen deutschen Nein, Stil eben drauf nicht. Also zu. da musste ich mich ja sehr Ja. konzentrieren und ich wusste, das ist die Aufgabe. Es ist Ja. die Aufgabe, es Okay. dann nicht umzuschreiben ins Deutsche und es auch Ja. nicht besser zu Ja. machen. Und einer der Schreibtricks dabei ist, dass du dir eine Hilfsfigur ausdenkst. Also du sagst, wie kam laut des Romans dieser Text ins Deutsche? Und du sagst, der Protagonist hat es einer jungen Studentin gegeben, die sollte es für ihn übersetzen. Also keine professionelle Übersetzerin, sondern nur jemand, der beide Sprachen kann. Das heißt, übersetze es sozusagen so low-key, wie es nur möglich ist. Am Anfang habe ich sogar Fehler eingebaut und da habe ich gemerkt, das ist too much. Also man weiß nicht, warum diese Fehler da sind, man versteht es nicht und ich kann es nicht erzählen. Das wäre dann zu viel in diesem Roman. Also keine Übersetzungsfehler reinbauen. Dafür ist die Figur dieser Übersetzerin nie plastisch genug geworden. Also versuche es ohne Fehler, aber so nah dran am Original Wie wie möglich. möglich. Okay. Ja. Vielleicht noch eine Frage, weil Sie jetzt gerade schon so viel erzählt haben, auch zu Ihrer eigenen Berufsbiografie, wie Sie eigentlich da hingekommen sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema in Ihren Poetikvorlesungen gewesen, als Sie versucht haben zu erklären, wie kommt man zum Schreiben, was ist das für ein Prozess und was für ein Akt. Wenn Sie am Anfang sagen, Sie haben festgestellt, ich war eigentlich besser und gleichzeitig ist man da irgendwie als in so einer Hierarchie, in so einer Kette, wo man eigentlich gar nicht, ne, selbstwirksam eigentlich agieren kann. Später wird einem dann auch nochmal gespiegelt, das passt auch nicht so richtig fürs Drehbuch. Wie geht man denn damit um? Also ist das dann was, gehört das sozusagen dazu? Auf dem Weg muss man sich komplett unabhängig machen von dem, was einem das Umfeld spiegelt? Also, oder gehört auch das zum Autorendasein, da wirklich so fest irgendwie daran zu glauben, trage das in mir, die Geschichte? Oder wie macht man sich Naja, davon also unabhängig? ich bin ausgegangen von meinen eigenen Reaktionen. Das nämlich zum Beispiel im Studium, als es hieß, das ist zu viel Sprache, war meine Reaktion darauf nicht, oh mein Gott, das macht mich traurig, sondern ich habe mich gefreut darüber. Okay. Sozusagen auf so viel Lob war ich gar nicht gefasst. Und ich bin also eigentlich in die Richtung gegangen, in die Freude wuchs. Okay. Ja, dass ich gemerkt habe, also ich war immerhin reif genug zu sagen, das, was ich hier an Rückmeldungen bekomme, versuche ich für mich zu nutzen. Ja? Und zwar nicht in die Richtung, Nicht gegen mich, ja, nicht gegen sondern. mich, sondern wie kann ich das nutzen, um meinen richtigen Weg zu finden und nicht dieses, ich vergeude jetzt keine Zeit damit, beleidigt zu sein. Na, ich glaube, das ist Ja, oder tatsächlich ein Punkt, das, wo ganz ja. viele Leute scheitern, habe ich das Gefühl. Und im Also, Übrigen auch meine weibliche Figur, ja, also ne. Flora, die so extrem empfindlich ist Das ist die und Figur aus unter anderem Das Ungeheuer, ja, die Ehefrau, genau. die sich umgebracht hat. Ja, Ja. also es ist eine talentierte junge Frau, die aber sozusagen jede Kritik, jeden Rückschlag gegen sich selbst einsetzt und das ist doof. Also ich muss sagen, dass ich davon weg war. Und ich glaube immer schon, also wenn man das so sagen darf, ich komme aus so einem Umfeld, was relativ voller Kritik und relativ destruktiv funktioniert.
Sie meinen jetzt so in Ihrer Familie oder Nein, Kindheit nein, oder? also hauptsächlich Schule und so Okay. weiter, so dieses ganze System ist irgendwie so, du bist nicht, du kannst nicht, halt den Mund. Und für mich, die Konsequenz, die ich mir davon immer gezogen habe, war zu wissen, die haben nicht recht. Ich bin jemand, ich kann etwas und ich werde den Weg finden, wie ich das sozusagen aufblühen lassen kann. Also das ist auch eine Form, glaube ich, von Resilienz, also von Widerständigkeit, die man halt haben muss, wenn man zu seinem eigenen kommen will. Sie haben auch den Satz geschrieben, den habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich den so schön fand. Das wesentliche Ziel beim Schreiben, handlungsfähig werden. Ja. Können Sie das nochmal erklären? Was bedeutet das? Also mitgestalten oder. Ja, ne, handlungsfähig in dem Sinne, dass man kann ja auch so schreiben und zwar jahrelang, dass davon nichts herauskommt. Man kann auf der Stelle treten, wenn man schreibt. Und handlungsfähig zu werden im Zusammenhang mit einem Text ist, aus einem Text ein Werk zu machen. Dazu muss man wissen, also man muss sich den Rahmen vorstellen können dieses Textes. Man muss ihn visionieren können. Man muss wissen, wohin man damit will. Das weiß man oft nicht vom Anfang an. Also ich kann mich erinnern, bei Alle Tage, es hat mich 5 Jahre gekostet, das zu schreiben. Und die ersten 2 Jahre war ich komplett auf dem Holzweg, wohin das gehen sollte. Ich hatte nur dieses Material, was ich hin und her gewälzt habe. Und ich habe die falsche Geschichte damit gemacht. Und da lohnt es sich natürlich auch zu wissen, nur weil ich es geschrieben habe, ist es nicht gut. Und auch auf seine innere Stimme zu hören, zu sagen, nein, das gefällt mir nicht. Und ich versuche jetzt nicht mal damit durchzukommen, vielleicht merkt es niemand. Okay. Ich bin der Meinung, es kommt immer heraus. Und tatsächlich, also dieses Sitzfleisch, was man auch haben muss, oder Sitzkunst, wie Ernst Jandl sagte, es gibt Leute, wenn ich denen erzähle, ich arbeite 4 bis 5 Jahre an einem Buch, schauen sie mich an, als wäre ich wahnsinnig. Das käme für die nie in Frage. Was ist das für ein Riesenaufwand, ein Riesen, Investition in so etwas wie ein Buch? Aber für mich lohnt sich das, ja. Wenn ich das getan habe, dann habe ich das Gefühl, okay, ich war nicht umsonst auf der Welt, weil für mich bedeuten Bücher, die ich lese, wahnsinnig viel. Also muss mir auch das, was ich schreibe, so genauso viel bedeuten. Ja, genau, und die Handlungsfähigkeit ist halt, dass du schaust, dass das, was du da machst, irgendein Ergebnis zeigt dich, ja. Und nicht nur, also was ganz wichtig ist, was man auch bei Drehbuchschreiben lernt, kill your darlings, ja. Also du kannst Auch im insbesondere, Journalismus lernt man das. ja, es ist ja wirklich so, wenn du einen Roman schreibst, kannst du nicht um einen gut gelungenen Satz herumtanzen 3 Jahre lang. Das ist nichts, ja. Das müssen 400 Seiten Sätze sein, die irgendwas taugen und das etwas ergeben. Was tragen. Dann hören wir doch jetzt einfach mal Oh eine Gott, ja. Leseprobe. Und zwar aus Die Liebe Hauptsache. unter Aliens. Das ist der Kurzgeschichtenband und das aktuelle Buch, was Oh mein gerade auf dem Gott, Markt die ist. Autorin, Auch die eine Brille. kürzlich 48 geworden ist, führt ihre 200 € Lesebrille vor. Ich wusste nicht, dass das so teuer ist und ich frage mich, was machen arme Leute, die Brille brauchen. So, Die Liebe unter Aliens. Sie hatten für sich zwei ein Einzelbett. Das war so hart, wie sie das in ihrem kurzen, abwechslungsreichen Leben noch nicht erlebt hatten. Statt eines Lattenrosts lag die dünne Matratze auf einer Reihe alter Bretter, die jemand in den Rahmen gelegt hatte. Sie schlug vor, die Matratze lieber gleich auf dem Boden zu legen, so wie zu Hause. Damit war der Raum dann voll. Es zog kalt unter dem Bett hervor und auch über dem Bett. Dort war das Fenster, das hatten sie geöffnet, damit der Rauch hinauszog. Kalt wie das Weltall, dachte er, und der Rauch zieht nicht hinaus. Er kriecht hier auf dem Boden herum, sickert unter den Türen durch, die alle zu kurz sind, Licht- und Luftlinien. Bald weiß das ganze Haus, dass hier gekifft wird. Aber sie hätte sich sowieso nicht abbringen lassen. Sie war so aufgedreht, sie musste etwas tun. Am Abend zuvor zu Hause noch dasselbe. Sie sprang und rannte durch die Wohnung, Küche, Zimmer, Küche, Zimmer. Sie hatte Vanillepudding gekocht, der war klumpig geworden, das machte sie zusätzlich nervös, dass es ihr noch nie, kein einziges Mal in ihrem Leben gelungen war, Pudding ohne Klümpchen zu kochen. Sie schämte sich vor ihm, weil er doch Koch werden wird. Er ist 20 und heißt Tim. Sie ist 18 und lässt sich wahrhaftig Sandy nennen. Sie haben sich vor einem halben Jahr in einer Einrichtung kennengelernt, in der sie beide jeweils 3 Wochen verbrachten. Danach sind sie nicht mehr auseinandergegangen. Sie wohnt bei ihm in seiner ruinösen Einraumwohnung. Er hat sein Lehrlingsgehalt. Sie hat gar nichts. Fick mir, sagte Tim, oder bringen wir was zu essen. Darüber lachten sie ziemlich lange.
Das ist das Beste, was du je gesagt hast. So, wir haben uns eben geeinigt, dass ich so weit lese, weil man so lang... Wird? Ja, warten, bringt sie ihm was zu essen? Das kommt nicht raus. Ja, genau, das kommt nicht raus. Das kommt nicht raus, jetzt, was sie tut. Ja. Vielleicht, das war jetzt so eine Kostprobe von ihrer Literatur. Und auch da in dieser Kurzgeschichte, jetzt spoil ich ein bisschen, aber es gibt auch noch viele andere kurze Geschichten in diesem Band. Es ist ja auch so, dass es dreht sich sozusagen um ein Liebespaar, mhm. Die dann auseinandergehen, beziehungsweise die, bei dem die Frau einfach verschwindet, mhm. so einfach sich aus dem Staub macht. Und das ist so ein bisschen, trotzdem vielleicht als kann man das beispielhaft nehmen, als so das Motiv, was ich auch in ihren mhm. Büchern oft erkenne, also irgendein Umgang mit dem Fremdsein. Entweder man ist selbst wie fremdgestellt in die Welt, weil man ein mhm. Flüchtling ist, in den alle alles reinprojizieren können mhm. sozusagen. Oder man entdeckt, dass einem das so, was so vertraut schien, doch eigentlich gar nicht so vertraut ist, sondern immer noch einen anderen doppelten Boden hat oder mehr, mhm. mehr Böden sozusagen eigentlich hat. Was ist denn das, also würden Sie da zustimmen und was ist das, was also ist dieses Fremdsein, würden Sie sagen, das ist das Motiv, was sich bei Ihnen durchzieht? Gute Frage. Natürlich, es ist eins der Motive natürlich. Also auch dieses, was wir auch alle kennen und was auch von Camus beschrieben worden ist, dieses, dass du plötzlich das Gefühl hast, alles ist absurd. Mhm. Was aber natürlich ein Mechanismus ist, den wir alle haben, was uns dabei hilft, uns zu orientieren, ja? So alles neu zu ordnen und zu wissen, wo stehe ich und wer bin ich und was mache ich als nächstes. Und auch um das berühmte kontrafaktische Betrachten der Dinge, ja? So dass du... Wenn sich, wie nennt man das, also wenn sich eine Konstruktion auflöst mhm. und du musst sie neu zusammensetzen aus einem anderen Blickwinkel. Und das ist etwas, was mir tatsächlich tagtäglich passiert mhm. auch, was ich aber, ja, aber absolut positiv betrachte, mhm. weil dadurch ist mein Leben ein einziges Abenteuer. Ja? Also, du gehst raus und plötzlich siehst du etwas, was du nicht gesehen hättest, wenn du in diesem Trott geblieben wärst. Und was natürlich noch mit dazu kommt, und insbesondere in den Aliens beschäftige ich mich damit, ist es so, dass du mit anderen Menschen zusammenlebst und sie sind nicht du. Und im Grunde kannst du nicht ausrechnen, was sie im nächsten Moment tun werden. Du weißt nicht alles über sie, du kannst niemals alles über sie wissen. Egal, wie nah du, ne? Ja, genau. Und es kann passieren, und dann passieren auch noch es passiert das Unerklärliche. Die junge Frau verschwindet und du findest sie nicht wieder. Mhm. Ja. Und Ähnliches passiert, ja, also es gibt dieses, die Dinger, insbesondere die Aliens, beschäftigen sich mit diesen, mit den Punkten, die du nicht beeinflussen kannst, mhm. mit denen du einfach klarkommen musst, so würdevoll, wie es eben möglich ist. Leben damit musst, ne? Ja, also zum Beispiel in dieser Geschichte, die ich jetzt angefangen habe vorzulesen, sind nicht nur diese beiden Jugendlichen, die beide auf ihre Art etwas verloren sind, sie sind halt sehr jung, sie kommen nicht aus einfachen Verhältnissen, sie haben einander und klammern sich aneinander. Es gibt noch eine Figur, nämlich die Köchin, die Chefin des jungen Mannes ist, die sich dann auch versucht, in das Leben dieser beiden einzumischen und wird auch reingezogen und soll helfen und soll sich kümmern, die auch irgendwann erkennen muss, es gibt einen Punkt, über den hinaus du die Dinge nicht beeinflussen kannst, wo du nicht dabei sein kannst, wo du es einfach loslassen musst. Und in den vielen anderen Geschichten ist es auch ähnlich, also es gibt dieses von dir nicht Beeinflussbare, aber es gibt auch die beeinflussbaren Dinge, also wenn ich an die Geschichte denke, Ella Lambe Malinga, das ist eine junge Fotografin, die mit 17 ein Kind bekommen hat, das seit 7 Jahren schon bei ihren Eltern lebt, während sie in einer anderen Stadt zuerst eine Ausbildung macht und dann arbeitet und bis jetzt nicht den Absprung gefunden hat, wie könnte sie das Kind, was ja ihr ist, zu sich holen. Und am Ende der Geschichte ist sie einen Millimeter davor, sie wird das vielleicht schaffen. Also in dieses neue Leben, was sie eigentlich seit 7 Jahren führt, tatsächlich einzutreten. Also es gibt durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Und was auch, finde ich, damit Hand in Hand geht, ist, das machen Sie auch in Ihrer Literatur, aber ich glaube, das stört Sie auch als Person, wenn ich Ihre Büchner-Preisrede richtig gelesen habe, dieses Thema von anderen in bestimmte Erwartungskategorien irgendwie eingekästelt oder einsortiert werden. Also ich finde, dagegen rebellieren Ihre Figuren immer sehr stark. Also Sie haben das, glaube ich, auch selber mal gesagt. In Alle Tage, diesem ersten sehr erfolgreichen Buch, würde ich sagen, ist ja auch so, dass Sie, glaube ich, mal gesagt haben, Ihr Hauptprotagonist, ein Geflüchteter,
ist eben nicht nur geflüchtet und auch nicht nur homosexuell, sondern er wird anders erzählt und anders betrachtet. Und sie selber haben in ihrer Büchnerpreisrede auch gesagt, also es wird immer geschrieben, ich bin Ausländerin und Frau, deshalb ist das ein gutes Zeichen, dass ich das bekomme. Aber gleichzeitig stört sie das. Was ist dieses Problem mit diesen Kategorien? Oder hängt das davon ab, ob man die selber für sich erfindet oder ob die von außen kommen? Also. Nein, es ist halt, ich muss sagen, dass ich im Allgemeinen mit den Rezensionen meiner Romane in den großen Zeitungen recht zufrieden bin, weil da wird es nicht so eng gesehen. Aber in dieser der Kurzberichterstattung, also was sind die, sag die ersten drei Begriffe, die dir zu dieser Autorin einfallen, ja? Und dann Nummer eins Frau, Nummer zwei Ausländerin, Nummer drei gibt es gar nicht, glaube ich. Also es gibt nur diese zwei bei mir. Vielleicht sagt man dann noch Fremdheit, aber es ist ja eingebunden in das Ausländersein und das Frau, Oder in das Brücke zwischen Frausein. zwei Ländern, Oh, das gibt es Brücke. so, Nee, das oder? hat mir noch nie jemand Okay, nachgesagt. das ist sowas, was man oft, Ja, ja. das ist halt immer irgendwie, man macht sich halt Sorgen, ob das nur dabei bleibt. Ja, also es ist, das wäre zu wenig. Andererseits kann ich das auch nicht ändern. Beispiel nicht aus meinem Leben, also mein Meister Esterházy hat halt dieses Problem, dass er Peter manchmal, Esterházy, Peter den Sie auch Esterházy, oft dass er übersetzen. manchmal zu Veranstaltungen kam und er wurde vorgestellt mit sämtlichen Titeln seiner Familie, wo ich sage, Kinder, das ist bekloppt. Dein einziger Titel hier ist Schriftsteller. Ja? Aber er ging damit immer so um, dass er wusste, das kann ich nicht ändern. Sie werden alle Titel meiner Familien nennen und sie werden nicht sagen, dass ich, ganz abgesehen davon, ein genialer Schriftsteller bin. Aber das wird sich schon noch herausstellen. Man kann es nicht ändern, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal dastehe auf diesem Podium, jetzt hört mir mal jemand zu, dann erwähne ich das mal ganz kurz und ganz sanft. Und dann gehe ich halt weiter. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich ändern kann. Ich glaube, niemand kann das ändern. Wir erwarten auch nicht. Jeder, über den öffentlich gesprochen wird oder auch nur privat, wird ja von den anderen mit irgendwelchen Labeln versehen und die Leute versehen sich selbst mit Labeln. Aber es gibt eben bestimmte Label natürlich, die besonders so machtvoll sind, ne? Oder was anderes auslösen oder positiv, negativ konnotiert sind, so ein bisschen. Ja, und ich Also. glaube, Ausländer ist nicht positiv konnotiert. Ja, kommt, da gibt es dann wieder den Und Unterschied, aus welchem Land. Frauen, das ist. Aber ich meine, bei Mann würde ich auch so machen. Also das ist nicht einfach. Ja. Was auch sozusagen wahrscheinlich mit dieser Ausländer-Kategorie so ein bisschen einhergeht und wo Sie auch vorher gesagt haben, ich möchte nicht nur über Ungarn und die aktuelle Situation sprechen, weil das, glaube ich, Ja. immer wieder passiert und Sie immer wieder dazu gefragt werden und wir trotzdem nicht ganz rumkommen, weil wir halt, also jetzt nochmal aus meiner Perspektive, aus der journalistischen, einfach alle paar Wochen, ich weiß mittlerweile nicht mal alle paar Wochen, alle paar Tage, natürlich so Oh ja. Wasserstandsmeldungen haben, weil eben systematisch alle Bereiche der Gesellschaft, ne, Ja. zentralisiert, weniger unfrei umgestaltet werden. Wie ist denn Ihr Eindruck oder wie verfolgen Sie das? Hat sich Ihre Beziehung geändert Ja, zu Ungarn? bedauerlicherweise verfolge ich das auf täglicher Basis. Also ich bin ja Abonnentin von diesem Online-Nachrichtenfluss und deswegen bin ich informierter, als ich es mir wünschen könnte. Und es kommt nie irgendetwas Gutes. Es ist immer frustrierend und immer empörend und immer traurig. Und natürlich, ich verstehe auch, dass man darauf angesprochen wird und das hat auch was Gutes, weil es geht ja um die Erzählung über Ungarn, ja? Und das wäre fatal und traurig und auch unrichtig, wenn nur diese verbrecherischen alten Männer, die jetzt das Sagen haben, die Erzählung über Ungarn gestalten würden, ja? Und deswegen müssen wir unsere eigene Darstellung dazu auch liefern. Es darf halt nicht überhand nehmen, ne? Weil ich mein Hauptberuf ist Schriftstellerin, ja, und wenn ich irgendwo hinkomme, über mein Buch zu reden, möchte ich nicht über OW reden, ja. Oder nicht ausschließlich, sagen wir es mal so.
Aber was wäre die Erzählung, also vielleicht auch aus Ihrer Perspektive, Sie haben ja wahrscheinlich Kontakt zu Intellektuellen und Sie haben eben auch eine Kampagne gegen Intellektuelle, ne, eben schon häufig kritisiert. Ja, also vielleicht auch so, was ist denn Ihr Eindruck? Also gibt es da mittlerweile immer, kommen immer mehr Bekannte nach Berlin oder ne? Was ja, ist, das ist auf da? Alle Fälle. Also was ich zum Beispiel jetzt privat beobachten konnte, meine Tochter ist jetzt 11 und dass sie geboren worden ist, haben wir nach einer ungarischsprachigen Babysitterin für sie gesucht, sie haben niemanden gefunden, weil damals, das hieß wie, deutsches Sprachgebiet interessiert mich nicht, ich gehe nach England oder Neuseeland oder nirgendwo hin. Und ein paar Jahre später, ungefragt, erreichten mich sehr, sehr viele E-Mails des Inhalts wie, ich habe zwar einen Job in da und da, aber ich würde ihn sofort aufgeben und nach Berlin kommen, wenn Sie sagen würden, ich kann bei Ihnen wohnen und ich passe auf Ihre Tochter auf. Und ich dachte, was ist passiert? Also plötzlich ergriffen, und das waren alles junge Frauen, die Flucht. Mhm. Und man kann nicht von sich behaupten, die beste Regierung zu sein, die es auf Erden geben kann, wenn die jungen Menschen fluchtartig das Land verlassen. Also ich glaube nicht, dass die Leute tatsächlich massenweise vor dem Guten flüchten. Das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Nun ja, und was ist das Wesentliche? Also was kann man als Intellektuelle überhaupt irgendetwas bewegen? Meine Erfahrung nach sehr, sehr wenig, aber es ist dennoch wichtig, dass wir berichten und dass wir darüber reden, weil das für die Leute, die eventuell verzweifelt sind, dann doch ein Zeichen ist, dass nicht alles komplett verdorben ist. Und dass man nicht spinnt, wenn man denkt, das ist nicht in Ordnung, was da läuft. Und auch, es geht ja auch darum, wenn die Zeit gekommen ist, dass da diese Periode historisch richtig eingeordnet werden wird, dann wird es nicht egal sein, ob es Kommentare dazu gab, kritischer oder nicht. Ob es Widerstand gab. Vielleicht noch von außen betrachtet ist natürlich auch so, also das ist natürlich dann auch wieder irgendeine Art vielleicht eine Verkürzung, weil wir berichten halt zum Beispiel auch immer, wenn ich mir jetzt, ich habe ja eben auch nochmal nachguckt, was in den letzten Wochen und Monaten berichtet wurde und jetzt Spiegel Online berichtet, man auch immer nur so, es wird schlimmer über Meldungen und Korrespondentenberichte, was natürlich auch, also so ein Insistieren ist, aber auch zu so einem, auch zu seiner Hilflosigkeit, ne, führt so ein bisschen. Ich glaube, was die Leute auch übersehen, die sich darüber beklagen, warum wird nur Schlimmes über Ungarn berichtet, die vergessen, dass auch das Schlimme absolut lebbar ist. Ja? Also auch in einem Krieg gibt es Alltag, in einer Diktatur gibt es den Alltag. Und natürlich war es für dich auf irgendeine Weise lebbar. Das ist noch keine Qualitätsgarantie dafür, dass das, was du da lebst, wünschenswert ist. Ja? Und das ist merkwürdig, insbesondere von so einem kleinen Land zu denken, der Rest der Welt hätte ein Interesse daran, sich gegen dieses kleine Land zu verschwören. Warum? Möglicherweise geht es uns um viel höhere Prinzipien, die der Demokratie und der Freiheit und der Gerechtigkeit. Naja, aber ich muss dazu sagen, und das erzähle ich übrigens sehr gerne, jedes Mal, wenn ich nach Ungarn komme, und zwar jedes Mal, werde ich von Bekannten wie von Freunden, nicht Freunden, Fremden und Bekannten. Eine Sache werde ich immer gefragt, und zwar ganz besorgt, wie ist denn das Leben so in Berlin mit den ganzen Flüchtlingen? Und ich kann dann berichten, dass es okay ist und dass man auch kommen kann und nachschauen und dass es nicht so ist, dass die gesamte westliche Welt sich in eine No-Go-Area verwandelt. Hätte, so wie das über die ungarischen Medien vermittelt wird. Und wenn ich an diesen Punkt komme, schauen sie mich immer ganz verdattert an und fragen mich, aber warum sagen das dann die Medien? Ja, warum? Darum, ja, weil erstens manche Medien davon leben und zweitens, weil das innenpolitische Gründe hat. Und an diesem Punkt merke ich dann wieder, dass ich so vieles klären müsste, bevor wir uns verstehen. Das ist dann frustrierend und das kann man meistens nicht tun, weil solche Anfragen kommen an der Kassenschlange und bei der Kosmetikerin und im Thermalbad. Also dann können Sie solche Diskussionen schlecht führen, obwohl mir die Absurdität der Situation, dass wir beide im Bikini sind, relativ gefällt. Aber, und dann darüber sprechen. Okay. Ja, vielleicht sollte man so Comics zeichnen. Oh ja.
Genau, also Idee. Ich kann nicht zeichnen, aber es sollte so eine Comic geben, wo Ungarn so in Badeanzug, in einem Thermalbad sitzen. Das dampft so, wie so ein bisschen wie so ein Kessel aus der Hölle. Und dann diskutiert man solche Sachen. Die große Politik, Ja. sozusagen. Wenn schon, denn schon. Vielleicht auch zu dem Thema, das war auch eine Frage, die mich im Vorhinein erreicht hat, die was mit so der kleinen politischen Aktion zu tun hat. Und zwar kam die Frage auch aus Norwegen, die Oh, toll. Werke, die Sie übersetzen, Ja. wählen Sie die bewusst aus und inwiefern beeinflusst die politische Situation aktuell in Ungarn da Ihre Entscheidung? Also sagt man dann auch aus Gar nicht, Prinzip? nein. Gar nicht. Also es ist so, die traurige Wahrheit ist, dass ich noch nie etwas für einen Verlag übersetzen durfte, das ich selber ausgewählt habe. Okay. Alles, was ich übersetzt habe, kam als Anfrage auf mich zu. Und da ist mein Kriterium, kann ich das? Mag ich das? Was weiß ich, jetzt auch mal die Anfrage, Peter Nadosch zu übersetzen, und ich weiß, dass ich das nicht kann. Also mache ich es nicht. Also macht es Kristina Widak und zwar hervorragend. Warum haben Sie da entschieden? Woran machen Sie das fest, dass Sie das Ich nicht können? merke das, wie der andere Autor Sätze macht. Also entspricht mir das, verstehe ich das überhaupt? Bis ins Tiefste hinein gefällt es mir. Und komme ich damit gut klar? Denn wenn Sie bedenken, so ein Roman kann sehr, sehr lang sein. Das heißt, es muss über eine lange Strecke gut funktionieren zwischen Ihnen und in diesem Text. Und ästerweise wird im Allgemeinen als schwer eingeschätzt. Für mich war er überhaupt nicht schwer, weil das war alles vollkommen klar. Und Weil Sie den Zugang hatten ich sofort. hatte einen Zugang dazu und das hat mich sehr amüsiert. Und die anderen Autoren, die ich übersetze, also ich würde nicht etwas übernehmen, wo ich denke, das ist eigentlich überhaupt nicht gut, aber ich mache es jetzt mal, weil ich ein bisschen Geld dafür habe und ich habe gerade Zeit. Also das nicht, das muss mir schon gefallen. Ist denn das Übersetzen auch was? Also, ich meine, das ist ja immer so ein selber produzieren, ne? Und Übersetzen sind ja nochmal zwei Ja. unterschiedliche Schuhe. Hat man denn trotzdem das Gefühl, ich will irgendwann gar nicht mehr übersetzen, weil ich nur noch selber wirken will? Oder finden Sie das gerade Also gut? manchmal gibt es einen zeitlichen Konflikt. Sie können ja nicht gleichzeitig schreiben und übersetzen. Und Sie müssen das irgendwie einteilen zeitlich. Aber so vom Machen her ist das überhaupt kein Konflikt, weil Übersetzen sehr, sehr, sehr viel leichter ist. Das heißt, und ich würde auch jedem Autor, auch jedem jungen Autor raten, übersetzen Sie, was das Zeug hält. Erstens lernt man was. Und zweitens gibt es einem auch dieses Gefühl, ich mache hier etwas, was ich kann. Nämlich, ich gehe mit Sprache um und ich habe nicht die Verantwortung, mir das Ganze ausdenken zu müssen. Also es ist Schreiben ohne die Panik. Und selbst, also wenn ich an dem Tag, normalerweise ist es so, man schreibt und an 5 von 7 Tagen ist es schlimm. Ja, aber wenn Sie dann an dem Tag auch noch übersetzt haben, dann haben Sie doch etwas getan, was irgendeinen Von dem Sie Nutzen wissen, es hat hatte. eine Das, ja, Sinnhaftigkeit. Okay, verstehe ich. das würde ich dann schon machen. Ja. Und dazu taugt es für mich wirklich sehr gut. Und ich muss auch sagen, tatsächlich die letzten 4 Bücher, die ich jetzt übersetzt habe, von jedem Einzelnen habe ich etwas gelernt. Das ist unglaublich. Vielleicht so zum Schluss nochmal das Thema, wir haben jetzt gerade schon über die ungarische Politik doch kurz, sogar ein bisschen länger gesprochen und auch schon über das Thema Flüchtlinge. Sie haben sich jetzt aber auch in letzter Zeit zu deutscher Politik ab und an mehr geäußert, hatte ich das Gefühl. Unter anderem diese, Nur einmal. ja, oder nach, oder zum einen bei Ihrer Büchnerpreisrede, wo Ja. Sie gesagt haben, es ist jetzt auch hetzerisches Reden in Ja, Deutschland möglich und Sie haben, glaube ich, den offenen Brief von Kulturschaffenden das habe ich. Das unterschrieben. war aber im Grunde dasselbe Thema. Genau, wo es darum ging, Horst Seehofer zum Rücktritt Ja, genau. aufzufordern. Das war, glaube ich, kurz nachdem er damals zu seinem 69. Geburtstag sich quasi Ja, öffentlich das geht ja wohl nicht, ja? gefreut hatte, dass, neun, ne, dass 69 Abschiebungen 69, stattfanden. ja, genau. Also ich meine, wer tut so etwas? Ja. War das denn, Ja. was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich auch mich äußern? Tatsächlich das Gefühl, absolut angewidert zu sein von diesem Satz, dass ich gesagt habe, das ist eines Ministers nicht würdig und jemand muss es ihm sagen. Und warum nicht die Kulturschaffenden? Ich meine, alle sind herzlich eingeladen, ihm das ebenfalls zu sagen, die das so empfinden. Und es war auch bei der Büchnerrede war es so, ich habe ja angefangen damit, über
mein Verhältnis zu Büchner zu reden, über Büchner und Woyzeck und Büchner, Woyzeck und ich. Ja? Das war eigentlich das Thema. Und damit ging es mir ganz gut. Und dann passierte ihm irgendwas, er hat schon wieder irgendetwas Widerliches gesagt. Und ich war in dieser Rede drin und dachte ich mir, ich hatte das Gefühl zu lügen, wenn ich das nicht erwähne. Natürlich hätte ich nicht gelogen, weil man kann sich auch dafür entscheiden, nur über die Literatur zu reden, von A bis Z in einer Büchnerpreisrede, warum auch nicht. Aber ich fühlte mich danach tatsächlich irgendwie erleichterter und besser, als ich das eingefügt hatte, auch wenn die Gefahr bestand, dass ausgehend, das wird herausgegriffen werden natürlich. Ja? Davor gab es eine Rede, danach gab es eine Rede. Nein, diese zwei Zeilen werden herausgegriffen werden. War auch so in allen Zeitungen. War das auch, das war dann auch so, aber dann dachte ich mir, wie häufig kommt es dir vor, dass dir so viele zuhören? Und das Ausmaß deines Angewidertseins ist groß genug, dass du sagst, das dürfen jetzt auch andere erfahren. Das war es im Grunde. Also ich, eigentlich wäre ich ja der Meinung, sie verdienen es nicht, dass wir auf tagtäglicher Basis über die Tagespolitik reden. Oder das ist auch nicht die Aufgabe von Literatur. Das sind größere Zeiträume, in denen wir denken müssen. Aber manchmal ist es eben so, dass du sagst, jetzt bin ich einfach als Bürger überwältigt von etwas. Ich glaube, ich habe da eher so als Bürger agiert. Ja. Das ist interessant, weil natürlich, also ich würde jetzt schon sagen, in Ihren Büchern auch nochmal auf, wenn wir jetzt doch nochmal auf alle Tage zurückkommen, Sie erzählen ja, dadurch, dass Sie eine sehr differenzierte Flüchtlingsgeschichte letztendlich erzählen, haben Sie ja schon einen Blick darauf. So, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass Sie Migrationsgegnerinnen sind. Das wäre so. Aber gleichzeitig wechselt man ja so die Rollen. Also man macht es, ne, indem man sagt, ich verstehe, also dieses explizit als sich politisch äußern als Autor, hat ja auch in Deutschland so eine große Tradition, wenn wir an ganz früher denken, an Grass und Walser und Konsorten so ungefähr. Sind da auch die Reaktionen anders oder fühlt man sich dann trotzdem, ist das ein komischer Rollenwechsel, wenn man auf einmal so explizit wird? Also insofern schwierig zu beschreiben, aber weil ich durchaus das Gefühl habe, dass die Kontrolle weiterhin bei mir liegt, denn es ist tatsächlich an mir, will ich mich jetzt als Bürgerin äußern und wie oft will ich das machen und in welcher Form. Und es ist ja nicht so, dass mich irgendjemand dazu gezwungen hat, es zu sagen oder dass mich irgendjemand dazu zwingen könnte, noch weiter was zu sagen oder gar nichts mehr zu sagen. Das heißt, ich bin nicht, glücklicherweise ist ja die Sache so, wir haben einige peinliche Politiker, sagen wir es mal so, aber wir leben nicht in einem System, wo dir der Kopf abgeschlagen wird, wenn du irgendetwas sagst oder nicht sagst. Ja? Und weil es so ist, ist es so, dass wir mit unseren Spielräumen dann halt eben umgehen können, wie wir umgehen. Das ist in meinem Fall halt so gewesen. Aber ich meine, im Wesentlichen, also was mache ich zurzeit? Zurzeit arbeite ich zum Beispiel an zwei Hörspielen, die sich beschäftigen mit der Arbeit des Parlamentarischen Rats, also 70 Jahre Grundgesetz. Ah, okay. Und wenn man sich zum Beispiel damit beschäftigt und man schreibt zwei Hörspiele zu zwei Themen, die man da herausgegriffen hat, äußert man sich ja im Grunde auch politisch. Ja? Also man kommentiert eine geschichtliche Entwicklung und setzt es in Bezug damit, wie es heute damit aussieht. Also was wurde aus den Sachen, die damals diskutiert worden ist und wie sieht es aus mit dieser Grundlage unserer Demokratie? Und das ist ja im Grunde politische Äußerung, nur eben mit Mitteln der Kunst. Ja. Und aber es ist eben dieser Unterschied zwischen, finde ich, expliziten und impliziten. Das ist schon ein Unterschied. Das war jetzt tatsächlich dieses manche verdienen es nicht, subtil zu sein, oder manchmal bringt es nichts, subtil zu sein. Aber ich meine, ich glaube, in diesem Fall bringt es auch nichts, explizit zu sein, weil da ist Hopfen und Malz verloren, das müssen wir einsehen. Egal, es hat sich besser angefühlt, es zu sagen, als es nicht zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einmal einen Bruch und öffnen sozusagen Werbepause. Mal fürs... Werbepause. Werbepause, nee, die gibt es nicht. Und öffnen einmal für Publikumsfragen, die mir jetzt reingereicht wurden. Aber eine kann ich schon mal stellen, die wurde uns nämlich im Vorhinein auch zugeschickt. Und zwar eine Frage nach einem Tipp. Und zwar danach, welche deutschsprachigen Texte sollte man lesen, wenn man seit einem Jahr Deutsch intensiv lernt? Ist das dann gleich Woyzeck, Ihr Lieblings? Ist das Faust? Nach einem Jahr
Aber intensiv, würde ich sagen. Ja, keine Guter Ahnung. Einsteigerroman. Womit haben Sie denn angefangen? Wissen Sie das? Na, Auf Sie haben ja mit Deutsch. Kinderliteratur dann Ja, eben. angefangen. Also ich würde dann auch sagen Kinderliteratur, oder? Vielleicht könnte man das doppelte Lottchen lesen oder irgendwie sowas. Wie Also, Kästner? Ja. ja, Kästner. Man könnte mit Kästner anfangen. Oh, Dürrenmatt. Man könnte mit den Stücken von Dürrenmatt anfangen. Ich empfehle Romulus den Großen. Okay. Erstens lachen sie sich halbtot. Zweitens, oh, dann lernen sie natürlich Helvetisch. Ah, der macht nichts. Also irgendwas Einfaches natürlich. Also ich würde es nicht gleich hoch anbinden. Irgendwas mit. Oh, natürlich. Also man muss natürlich diese Sachen. Nein, die sind aber zu. Nein, da muss man eigentlich sehr gut Deutsch können, um Ringelnatz zu lesen. Das ist Oder, schon. da muss man Vielleicht es sehr Kästner als gut Anfang im können. Monat und dann kann man gucken. Okay. Ja, genau. Und dann kam die Frage, können Sie sich vorstellen, dass einer Ihrer Romane verfilmt wird? Das kam über Facebook von Kaspar. Und wenn ja, welcher? Also der, der jetzt noch nicht draußen ist. Dazu Kopf müssen Sie 3. vielleicht auch noch erzählen. Also wir warten nämlich Ja. gerade, der erscheint im Herbst, Am 2. hochwahrscheinlich, Ja. der dritte Band der Trilogie über Darius Kopp. Über den Genau. zweiten haben wir gerade schon kurz gesprochen. Da geht es nämlich um den Mann, ich würde sagen, von außen betrachtet erstmal ein Durchschnittsmann, der sich auf einen Roadtrip macht, weil, nachdem seine Frau verstorben ist. Ja. Ne? Eigentlich, wenn man will und wenn man es kann, ist alles davon verfilmbar. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein. Man kann nie einen ganzen Roman mit Punkt und Komma verfilmen. Also Sie können anhand eines Romans versuchen, ein eigenes Kunstwerk zu schaffen. Und Sie werden natürlich den Ausgangsstoff dafür verändern. Würden Sie das dann auch selber schreiben, das Nein. Drehbuch? Wenn ich Nein? es könnte, hätte ich es ja vielleicht schon gemacht. Okay. Aber vielleicht auch nicht, weil es ist immer so, Sie sind fertig mit einem Buch Ja. und dann wollen Sie das nächste anfangen Ja. und nicht das, was Sie bereits geschrieben haben, in andere Form nochmal. Ist auch ein Loslassen, ne? Das ist also ein Das ist Prozess. mein Problem Ja. im Übrigen, dass nicht nur das Loslassen, dass ich tatsächlich mein kurzes Leben dazu nutzen möchte, sozusagen ein Buch nach dem anderen zu schreiben. Und ich hatte noch nie das Bedürfnis, das, was bereits in einer Form da ist, in einer anderen Form zu machen. Was ich ein bisschen bedauere, denn warum nicht? Warum sollte es daraus keine Filme geben? Ist Ne. der Prozess auch so, dass tatsächlich, während Sie ein Buch abschließen, das nächste schon in Ihnen drin ist? Also die Idee fürs nächste Leider ja. aus dem vorherigen sozusagen geboren wird, oder? Manchmal ja, aber das hängt dann selten zusammen. Also man muss dazu sagen, wenn man eine Trilogie schreibt, dann ist ja man ja 10 Jahre damit beschäftigt und es war ja so geplant. Das heißt, ich wusste, das nächste, was daraus folgen muss, muss immer noch mit diesem Ensemble arbeiten. Aber es ist so, dass ich zum Beispiel, was das nächste Buch anbelangt, ich war, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit Kop 3, aber fast. Und dann kam es so, bumm, und dann wusste ich, was das nächste Buch ist. Mein Lektor würde sagen, es gibt keine plötzlichen Eingebungen, sondern es sind alles Sachen, die du mit dir herumgetragen hast. Und dann kommt es, Kommen wenn Sie die hoch. Zeit dafür gekommen ist, auf die Oberfläche. Und was mich dabei, muss ich sagen, auch recht erfreut ist, man kommt immer an diesen Punkt, besonders mitten in der Arbeit an einem Buch, wo man nichts mehr kann, dass man sich denkt, ich werde auch nie wieder irgendwas schreiben Was können. macht man dann? Dann geht man erstmal ins Nein, Thermalbad oder muss man nö, einfach weiter? ich schreibe dann einfach weiter. Also ich arbeite dann daran weiter. Und jedes Mal, wenn mir was Neues eingefallen ist, war ich dann total erleichtert. Als würde sozusagen das Universum sagen, ja, du hast weiterhin den Auftrag, das zu machen. Okay. Ist Und das aber ist man gut. hat. Ich empfinde das dann immer so als eine Auszeichnung, ne? Also du darfst noch eins schreiben. Aber man hat wahrscheinlich auch immer die Angst, dass es irgendwann nicht mehr Dass kommt, es weg ne? ist, tatsächlich. Aber ich glaube, das hat jeder. Ja. Und dann nehme ich das tatsächlich wie so ein Geschenk an, dass ich noch eins schreiben darf. Und wenn es dann nicht mehr kommt, also die Frage ist dann tatsächlich, wenn der nächste Auftrag nicht kommt, dann eben nicht. Okay. Also dann muss ich sagen, sehen, wie das Leben ist ohne diesen Auftrag. Was machen Sie dann? Das wird sich zeigen. Also es. Doch wieder Drehbücher. Dann könnte man wieder Drehbücher Nein, ich werde dann gucken, wofür es dann einen Auftrag gibt. Okay. Denn ich glaube tatsächlich daran, dass es diese Aufträge gibt.
eine Frage kam nochmal, da müssen wir noch einmal zurück zum Thema Übersetzen, weil das viele so interessiert, offensichtlich. Und zwar, weil das so eine große Rolle ja auch in ihrer Literatur selber spielt. Also in Alle Tage, ne, der Mann, der die 10 Sprachen spricht und alle so perfekt, dass das aber irgendwie wieder gar keine ist, irgendwie. Aber auch als, hier steht Grundoperation der Identitätsentfaltung in Alle Tage, ja, als Schreibstrategie in das Ungeheuer. Können Sie das näher erläutern, fragt Beatrice auf Ich habe Facebook. es, glaube ich, nicht verstanden. Was war Einfach, das? ich glaube, es geht allgemein um die, warum spielt es auf so vielen Ebenen das Thema Übersetzen so eine große Rolle in Ihren Naja, Büchern? danke für die So Übersetzung. würde ich jetzt zusammenfassen. Wahrscheinlich eine Germanistin, die Wörter kennt, die ich nicht kenne. Oder Sprachwissenschaftlerin, weil während ich natürlich als sozusagen die Wald- und Wiesen-Variante davon praktiziere, aber dafür mein Leben lang, also wenn Sie zweisprachig aufwachsen, dann übersetzen Sie ja ununterbrochen. Ja? Und Sie begreifen das dann als im Grunde tatsächlich als ein Kern Ihrer Welt, nämlich dieses, dass Sie wissen, dass jedes Ding, für jedes Ding kennen Sie wenigstens zwei Bezeichnungen in zwei Sprachen. Ja? Und für alles, was sie umgibt. Und dass sie haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Hin- und Hergehen zwischen diesen Welten ihnen neue Erkenntnisse über alles beschert. Weil die Blickwinkel doch Ja, unterschiedlich natürlich. sind, Und weil oder selbst wenn der Klang anders ist. Also was weiß ich, Schmetterling, Pilongo, Mariposa, Butterfly und so weiter. Das Selbst das deutsche ist Wort ist in dem Fall wirklich sehr, sehr Na, unschmückend, finde ich. Schmetterfalter, ne? So, als würden sie den Schlag der Flügel hören. Aber es ist schon ein Und aggressives Schlagen, Schmettern, ne? Würde ich jetzt sagen wieder. Also weiß ich nicht, also Mariposa, ich bin da sehr, sehr, das Spanische, ja. wie auch immer. Jedenfalls, das heißt, es ist einfach das, wie ich die Welt begreife, also erzähle ich es auch darüber. Und weil es sich natürlich, um es profan auszudrücken, sehr gut eignet, um über das zu erzählen. Also nicht darüber im Sinne von, dass ich darüber erzähle, sondern dass ich es als Vehikel benutze, um Erzählungen zu machen. Und ich halte es ja so, dass bediene dich der Dinge, die du gut kannst oder du gut kennst. Es gibt dann immer noch genug, was du unterwegs herausfinden und lernen musst, um ein Buch fertig schreiben zu können. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Und ich bedanke mich bei Theresia Mora, die krank war, aber doch sehr, sehr viel und gut und spannend geredet hat und habe mich sehr gefreut über diesen literarischen Hausbesuch Nummer 2 hier in Ja, Berlin. danke. Tschüss, Tut mir vielen Dank leid fürs Zugucken. für die Langsätze. Ist so.